Da sind wir wieder bei Assassin's Creed Origins. Auf Nein, geht's. ich möchte dich nicht belasten. Irgendwann müssen wir darüber reden, wenn der Sand sich legt. Wenn der Sand sich legt. Wann wird das sein? Bald, hoffe ich. So. Die lassen wir jetzt gerade mal mit ein wenig in Ruhe, die Soldaten. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie Stress anzuzetteln. Wir folgen immer nach der guten A, ja. Geh mal weg. Warum soll ich mit dir quatschen? Frage A an das Quartier des Apis-Stiers. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. So, was hat die Krankheit verursacht? Und wir müssen ihn einfach so untersuchen. Pasche Remta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. Das Wasser scheint es nicht zu sein. Das sind Opfergaben für den Stier. Nichts Verdächtiges. Die Frage ist, was könnte es? Dein Fell hat seinen Glanz verloren, Herrlicher. Deine Flanken sind eingefallen. Möge Hathor dich stärken. So. Immer. Pasche Remta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. So, dann gehen wir hier mal weiter suchen. Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Pfirsichkerne. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Pfirsichkerne, ja gut, die Frage ist, ob die die überhaupt vertragen. Es gibt ja viele Tiere, die ertragen sowas nicht. Oder vertragen sowas nicht. Seid gegrüßt, Schwester. Wie ich dachte, eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Wie lange dient ihr schon in die... Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratis essen. Hä? Wen? Unseren Bruder. Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lasse die Zwillinge nicht allein. Finde und rette Pankratis, den Bruder der Dings. Aber wir müssen die Echse wahrscheinlich dann auch noch töten. Also der Typ, der sich Echse nennt. Boah, ich stehe hier voll in der Ecke. Klappt's? Wird sie so. Wo müssen wir denn da hin? Den Tempel da oder was?
Sind das nicht nur die Paar? Schau mal. Wieso hat mir erzählt, dass ich das Ding nicht angezeigt? Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das frage ich mich, sag ich mir auch gerade. Wir sind da. Cool, der hat sich, glaube ich, selber angezündet gerade. Super. So, jetzt kommst du mal, mein Freund. So, Freunde. Ja, das glaube ich. So, tschüss, Mann. Das war gut jetzt irgendwann. Ich. Ein Ritter ist gekommen. So, Töte. Bist du Pankratis? Das bin ich. Preist die Götter, dass sie einen starken Krieger zum. Warte mal kurz, bitte. Ich. Ich will mal ganz kurz eben schnell noch. Ich trage dich nach Hause. So, habe ich erledigt. Ich will mal kurz meinen Reittier haben. Kannst du herkommen? Warte mal, halt, hier bleiben. Oder? Oh, scheu. Das hat doch nicht total gesehen. Aua. Erzähl mir von deiner Entführung. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Es hat sich ja voll gelohnt. Komm mal her hier. Hallo. Du sollst eigentlich nicht schwimmen, Kollege. Ah, er hat jetzt.
Ah, der wird uns wahrscheinlich hierher kommen. Aus dem Weg! Kommst du jetzt mal her? Lass mich raten. Ach. Komm her jetzt hier. Es hat sich natürlich voll gelohnt jetzt gerade, das war eigentlich nicht mehr beabsichtigt so. Hier ist mein Haus. Bevor wir hineingehen, lass uns reden. Machen wir das doch. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Hankes! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt. Und für immer. Pascherenta muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. So, das Gesicht der Echse heißt die nächste Quest. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin und tschüss.